Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es mal wieder um eine Powerstation. Das ist die Allpowers R1500. Und zwar in der Umgebung, in der man sowas normalerweise braucht, nämlich im Freien. Die Anlage hier hat 1500 Watt Ladefunktion, das heißt also höhere Ladefunktion, als das normalerweise der Fall ist, bringt 1800 Watt an Dauerleistung, maximal Peak 3000 Watt, also wirklich schon mal ordentlich Leistung. Und wir haben hier die Besonderheit, dass wir mit über 600 Watt Solarpanel laden können. Dazu haben wir auch gleich hier ein, auch von Allpowers, ein 100 Watt Solarpanel. Da verträgt die Anlage wesentlich mehr. Aber das möchte ich euch gerne zeigen. Und zwar hat das die Besonderheit, dass es flexibel ist. Das heißt, das kann man biegen. Und somit hat man bessere Möglichkeiten, die Sonne entsprechend, die jetzt zum Glück mal gerade scheint, auszunutzen. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Ich packe es jetzt mal aus und dann schauen wir uns die Geräte mal ein bisschen genauer an. So, ausgepackt sieht die Powerstation so aus. Dann haben wir hier gerade noch das Zubehör, das ist relativ übersichtlich. Wir haben hier einmal eine Bedienungsanleitung in Englisch, in Chinesisch und in Deutsch. Das ist also wichtig. Und dann haben wir hier dem Techchen noch einfach nur ein Ladekabel. Der Vorteil dieser Anlage hier ist, dass wir kein externes Netzteil haben. Das heißt, wir müssen keine Sachen mit uns rumschleppen zum Laden nachher, sondern wir haben einfach nur ein Ladekabel, ein ganz normales. Und das ist es zum Zubehör. Und hier oben könnt ihr auch schon mal sehr schön sehen, wir haben hier zwei Ladestationen. Das heißt, wir können hier zweimal induktiv laden und zwar mit 15 Watt. Das heißt, wenn ihr Handys habt, die induktiv laden, einfach drauflegen, zwei Stück, und die werden automatisch geladen. Wir haben hier die Sektion 230 Volt Steckdosen. Wir haben vier Steckdosen und aus diesen vier Steckdosen können wir maximal 1800 Watt Dauerleistung rausziehen. Das ist schon mal einiges und die einzelnen Steckdosen sind hier mit einem Gummischutz versehen, mit einem Spritzschutz, sodass, wenn ihr das Teil außen stehen habt, da kein Problem sein wird, wenn das mal in den Regen kommt. Genauso hier auch die 12 Volt Auto- bzw. Zigarettenanzünder. Anschluss, auch der hat hier einen Spritzschutz. Das heißt also 230 Volt Sektor, 12 Volt Sektor und hier ist der USB-A Sektor. Hier haben wir dann die Möglichkeit, die einzelnen Sektoren einzuschalten. Das ist immer ganz wichtig, weil viele Leute dann auch danach fragen und sagen, hey, ich schalte die Kiste ein und stecke hier in die Steckdose was rein und es passiert einfach nichts. Das heißt, wenn wir hier das Gerät eingeschaltet haben, ich weiß jetzt nicht, ob man es aufs Display sehen kann. Die Sonne scheint hier mal ausnahmsweise ganz dolle drauf. Wir haben jetzt hier 70% und um zum Beispiel hier jetzt hier 230 Volt rauszuziehen, müsstet ihr die Sektion einschalten. Das macht ihr hier mit diesem Schalter, macht einen Pieps und dann seht ihr hier auch, die 230 Volt Sektion ist eingeschaltet. Genauso könntet ihr jetzt hier die USB-Varianten einschalten. Das könnt ihr beides gleichzeitig machen oder auch einzeln, je nachdem, wie ihr das entsprechend wollt. Dann haben wir hier die USB-Varianten. Das heißt also, ihr könnt hier USB-A mit 18 Watt anschließen und USB-C mit Schnellladefunktion mit maximal 100 Watt Ausgang. Also da dürften eure Handys und Tablets und auch eure Laptops sehr schnell angeschlossen sein. Wie gesagt, hier den obligatorischen Zigarettenanzünderanschluss als Ausgang 12 Volt mit 10 Ampere haben wir hier auch noch entsprechend drin. Wenn wir das Ganze jetzt mal drehen, auf dieser Seite hier haben wir zwei Expansionsports. Das heißt also, hier können wir einmal drauf drücken, dann geht das auf. Ich weiß nicht genau, ob man es sehen kann. Und ihr seht, wir haben hier zwei ganz ordentliche Stecker. Da kann man zwei zusätzliche Expansionsports, das heißt also Zusatzbatterien, entsprechend rein anschließen. Ist sogenannte Stacks. Das heißt, ihr könnt hier draus einen kleinen Turm machen. Das kommt natürlich darauf an, was ihr braucht, wie ihr das Ganze einsetzen wollt. Dann haben wir hier hinten die Beschreibung drauf. Da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Und auf der Seite hier haben wir auch noch ein Kläppchen, das wir öffnen können. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, hier haben wir den normalen Netzanschluss. Wie gesagt, das Netzteil, das Ladeteil mit 1500 Watt Maximum ist hier integriert. Dann haben wir hier den XD60 Anschluss, wo wir 650 Watt Solarpower einstecken können. Und hier den obligatorischen Reset-Knopf. Wenn mal irgendwas schief geht, wenn ihr das Teil überlastet, könnt ihr hier, und die, nach der nicht mehr funktionieren sollte, auf sich aufgehangen hat, dann könnt ihr hier drauf drücken und dann funktioniert das Ganze entsprechend wieder.
So, wie gesagt, also Anschlussmöglichkeiten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, ihr könntet im Prinzip 10 bzw. 11 Geräte gleichzeitig anschließen. Natürlich dürfen die nicht gleichzeitig mehr als 1800 Watt ziehen. Das ist klar, aber dafür ist das schon mal eine richtige Powerbox. So, und damit ihr die Powerbox hier ordentlich aufladen könnt, nicht immer dort, wo eine Netzsteckdose ist, sondern wie hier im Freien, auch wenn die Sonne mal gerade, im Moment hat sie sich wieder verabschiedet hinter einer Wolke, aber wenn die Sonne scheint, habt ihr natürlich dann auch die Möglichkeit, hier die R1500 von Allpowers mit bis zu 650 Watt, ich habe es eben schon gesagt, das ist viel, deswegen betone ich es extra, Maximalpower Solar entsprechend aufzuladen. Das Gute, also das Besondere an diesem Solar, das ist ein monokristallines, das heißt also ein wirklich sehr hochwertiges und sehr effizientes Solarpanel, hat hier die normalen Kabel für die Solarstecker, das heißt also mit dem normalen Solarstecker, also mit zwei entsprechenden Steckern, die würde man hier nicht direkt jetzt reinbekommen. Das kennt ihr auch von euren Balkonkraftwerken. Die haben die gleichen Stecker. Da gibt es aber Adapterstecker. Auch dazu habe ich ein extra Video gemacht. Schaut euch das einfach an, verlinke ich euch gerne in die Videobeschreibung. Hier haben wir jetzt etwa einen Meter dran. Ein Meter Kabel könnte eventuell je nach Einsatzort ein bisschen kurz sein. Aber nochmal, Adapter gibt es für um die 20 Euro entsprechend bei Amazon in allen möglichen Varianten und auch natürlich Verlängerungskabel. Und das würde ich euch dann entsprechend nochmal hier in der Videobeschreibung entsprechend vernetzen. Das Besondere an dem Teil ist, es ist also 100 Watt, ist nicht ganz so viel. Wie gesagt, 6,5 davon würde die Anlage, die R1500 hier vertragen. Aber das Besondere ist hier ganz einfach, erstmal finde ich, ist es sehr schön zu handeln, weil es ist nur 1 Meter mal 50. Das heißt also, das Ding kann man, und es ist überhaupt nicht schwer, man kann das Ding überall hin mitnehmen. Ich benutze das zum Beispiel, um es auch schon mal relativ spontan aus dem Dachflächenfenster rauszuhängen. Dann mache ich hier oben, ihr seht, hier sind 6 Ösen, dann mache ich hier einfach eine Öse und mache das Fenster dann entsprechend wieder zu und lege das einfach dann für ein paar Stunden aufs Dach, wenn die Sonne ordentlich drauf knallt. Dafür ist sowas relativ leicht zu machen, weil es ist leicht und es ist klein und da kann man auch zu Hause schon mal relativ schnell mal ein bisschen in die Kiste entsprechend reinholen. Und der Vorteil ist, wie gesagt, monokristallin, 100 Watt und es ist biegbar. Das heißt also, ich habe hier die Möglichkeit, also kein starres Solarpanel, sondern ich habe die Möglichkeit, das eventuell auch mal so ein bisschen um die Ecke letztendlich zu legen und damit zu laden. Da werden jetzt viele sagen, was ist das denn für ein Scheiß? Ist es nicht. Das ist schon durchdacht, denn wir haben manchmal, je nachdem, welches Einsatzgebiet wir haben, ist es so, dass eine solche Variante schon eventuell mehr Sonne entsprechend einfängt. Und ihr dürft ja, müsst ja bedenken, wenn wir ein Balkonkraftwerk haben oder eben beim Camping sind, da haben wir ja 3, 4, 5 von diesen Dingern hier. Und da ist es schon gut, wenn man die ein bisschen anpassen kann. Wie gesagt, und es ist natürlich zum Transportieren optimal. Ihr seht hier, wie dünn das Ding ist. Also wirklich optimal. Hier hinten stehen die Leistungswerte nochmal drauf. Und die würde ich euch aber in die Videobeschreibung entsprechend mit reinnehmen. Das heißt, also nochmal, ich benutze dieses Teil hier wirklich, um es bei mir im Dachgeschoss immer mal wieder aus dem Dachflächenfenster einfach rauszulegen auf die auf das Dach, auf die Dachschindeln und dann einfach festmachen. Ihr könnt sehen, also das Ding könnt ihr auch sturmfest machen, wenn ihr alle 6 Ösen benutzt. Das ist sehr, sehr stabil und das passt also sehr gut. Das soll eigentlich schon mal die Variante des Vorstellens gewesen sein. Wie ihr gesehen habt, ich habe es ja gerade erst ausgepackt und werde jetzt natürlich mal ein paar Tage zu Hause, aber auch in der Garage und vor allen Dingen bei mir auf dem Campingplatz das Teil benutzen. Und dann schauen wir mal, was das Teil kann. Ich habe auf dem Campingplatz auch 600 Watt Panels zum Laden. Das heißt, da gucken wir mal, wie lange das entsprechend braucht. Nur ein kleiner Tipp. Das sind natürlich Live-PO-Batterien, die hier drin sind. Das heißt, also wir haben hier eine Schnellladefunktion, die der Hersteller angibt. Werde ich natürlich noch testen. Von 0 auf 80% in etwa 40 Minuten. Das wäre natürlich super schnell. Wie gesagt, ich hatte die Leistungsdaten schon gesagt. 1800 Watt Dauerleistung könnt ihr hier rausziehen. 3000 Watt Peak. Und ganz für viele der wichtige Wert auch noch 1152 Wattstunden.
Das heißt, die Leistung kann man hier auch noch um einiges entsprechend rausziehen. Ich habe euch vor ein paar Wochen die, auch von Allpowers, die R2500, das ist natürlich noch mal eine Nummer mehr, vorgestellt und habe damit mal meine eigene Wohnung außen komplett den Stecker gezogen und habe 3 Tage lang Kühlschrank, Fernseher, Musik, Computer, Homeoffice, alles Mögliche habe ich angeschlossen und habe dann mal geguckt, wie lange die R2500, die hat über 2000 Wattstunden, also doppelte Leistung hier, wie lange die hält. Und ich bin mit meiner kompletten kleinen Wohnung, muss ich dazu sagen, 3 Tage weit gekommen. Das heißt also, 3 Tage konnte ich komplett mit einer Füllung, ohne zusätzlich zu laden, bin ich klargekommen. Dieses Video finde ich sehr, sehr interessant. Guckt euch das einfach mal an. Da ist auch die Kaffeemaschine teilweise dran gewesen. Da ist der Wasserkocher teilweise, der Toaster und so weiter dran gewesen. Aber was viele ja immer denken, das Ding kann gleichzeitig könnt ihr die Geräte natürlich dann nicht dran schalten, weil dann kommt ihr schon mal schnell über 3000 oder 3500 Watt Dauerleistung, die da rauszieht. Das kann kaum eine Anlage. Da habt ihr dann eher schon große Anlagen, die ihr auf Rollen hinter euch herziehen müsst. Aber die sind richtig schwer und natürlich auch entsprechend teuer. Vorteil von der hier ist, die ist sehr kompakt. Man kann sie auch, wir haben 2 Griffe, man kann sie relativ leicht durch die Gegend tragen. Und ihr könnt sie natürlich dann noch expandieren durch diese 2 Stacks, die ihr drunter setzen könnt, die hier mit den großen Anschlüssen hier an der Seite gemacht werden können. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich brauche sowas immer mal, ich habe aber auch auf der Baustelle, muss ich dann auch mal mehr Leistung haben, dann kauft euch einfach diese Stacks zusätzlich, einfach einstecken und dann habt ihr mehr Power zur Verfügung. Also wirklich eine sehr gute Variante. Und wie gesagt, hier mit den Solarpanels bis 650 Watt, da könnt ihr sowieso dann genug machen. Aber da müsst ihr natürlich auch immer wieder, es kommt immer wieder drauf an, ich habe so viele Videos darüber gemacht, wo ich auch immer wieder erkläre, schaut euch wirklich vorher konkret an, bevor ihr euch sowas kauft, wie setzt ihr euch das ein? Was braucht ihr? Welche Leistung braucht ihr? Wie lange braucht ihr die Leistung? Mit dem Laden, habt ihr Zeit zum Laden oder muss immer schnell geladen werden etc.? Das muss jeder für sich sehen. Das Anwendungsgebiet ist hier halt sehr vielfältig. Und danach würde ich dann schauen, welche Anlage ich kaufe. Die von Allpowers 1000 R1500 kann ich jetzt schon empfehlen. Ich habe das auch anhand der vielen Bewertungen bei Amazon mir auch angeschaut und bin jetzt mal gespannt, wie sie mich im Alltag dann erstmal begleitet. Werde natürlich entweder noch mal ein komplett neues Video machen, ein Fazitvideo, wie ihr das gewohnt seid bei mir im Kanal, oder ich schreibe euch einfach unter das Video drunter die Erfahrungen, die ich hier gemacht habe. Das soll es gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal. Und mich würde freuen, wenn wir uns hier am Platz zum nächsten Video hier in meinem Kanal wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und ich hoffe, die Sonne kommt irgendwann mal wieder. Bis dahin, tschüss.